Hallo zusammen, heute geht es mal wieder um Transportation Design, Bewerbungsmappe und hier haben wir einfach mal ein Beispiel eines Halogen-Scheinwerfers gemacht mit Tipps und Tricks aus unserem Buch 100 geniale Zeichentricks. Zum guten Design, was macht gutes Design, gutes Transportation Design aus und besondere Architektur? Schaut auf unserem Partnerkanal Frag Fabi, dort findet ihr alle spannenden Infos dazu. Und hier geht es auch schon mit der Vorskizze, das Ganze mit einem Kugelschreiber. Das ist natürlich dann so ein bisschen ein Schwierigkeitsgrad mehr, weil da logischerweise die Striche auch sofort sitzen müssen. Und zeichnen das Ganze so aus der, also Zweipunktperspektive, aber so leicht von oben drauf geschaut. Das Ganze natürlich immer mit dem lockeren dynamischen Strich, das ist wichtig. Und hier einmal so die Andeutung, dass man sieht, um welches Fahrzeug es sich handelt, aber wir konzentrieren uns jetzt hierbei komplett auf den Scheinwerfer. So, dann hier noch einmal die Details des Scheinwerfers, also wie sieht es dann genau in der Ecke aus? Wie ist der im Detail aufgebaut? Das wird jetzt natürlich im Groben nur angedeutet. Da geht es nicht um alle einzelnen klitzekleinen Details. Wir werden das Ganze mal mit Farbe ausarbeitet. Das ist das, was ihr auch in unseren Kursen für die Bewerbungsmappe für den Studiengang Transportation Design lernen könnt. Oder einfach, wenn ihr Autos zeichnen möchtet oder einfach nur Spaß am Zeichnen habt, interessiert euch für den Studiengang Transportation Design an der Hochschule Pforzheim. Da sind solche Skizzen natürlich genau das, was ihr unter anderem mit in die Mappe einreichen könnt. Mehr dazu zum Thema Tipps für die Bewerbungsmappen in unseren Mappenkursen, aber auch natürlich bei uns vor Ort, und es gibt eine Folge zum Thema Dozententipps. Da geben wir mal einige Tipps für eure Skizzen. Schaut hier auf der Playlist, da findet ihr alles dazu. So, und hier geht es dann weiter. Die Details. Bin noch ein bisschen ausgearbeitet mit den Markern. Ihr seht, was das eigentlich ausmacht, wenn man dann so ein bisschen mit der Pinselseite nochmal da reingeht. Und hier die hellen und dunklen Bereiche ein bisschen ausschraffiert hat. Da kann man schon noch mal kräftiger. Also immer wieder schauen, wo ist Licht, wo ist Schatten, geht noch mal ein bisschen kräftiger rein und dann natürlich mit dem weißen Buntstift, da kann man so die Highlights eigentlich wunderbar noch mal draufsetzen und das jetzt ist, kommt eigentlich das, was eigentlich sehr, sehr spannend das Ganze macht, so ein bisschen die Lichter noch mehr andeuten, sodass man so diesen Glanz in dem Glas hat. Mit dem Kugelschreiber die Kontraste noch ein bisschen erhöhen. Das ist ganz wichtig. Das lernt ihr auch in unserem Transportation Design Mappenkurs. Besonders auf die Kontraste zu setzen. Das heißt, zu schauen, wo
sind die Kontraste, wie setze ich die am besten ein, damit daraus die Zeichnung eigentlich bestmögliche Wirkung hat. So, hier nochmal so die letzten Striche, den letzten Schraffur nochmal zusätzlich mit dem Bleistift und dann ist die Skizze eigentlich jetzt schon geschafft. Vielleicht kann man nochmal so letzten weißen Buntstift nochmal hier einsetzen und fertig ist die Skizze. Mehr dazu gerne als Online-Kurse auch bei uns oder wenn ihr möchtet in unseren Kursen vor Ort, schaut auf unseren Seiten mappenvorbereitungskurs.de und akademiewo.de. Ansonsten vielen lieben Spaß, viel Spaß und Zeichnen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. So, alles Gute, bis bald, euer Akademiewo-Team.